Hi Tennos, in diesem Video werde ich euch den aktuell neuesten Frame vorstellen, hier im Game den guten Caliban nämlich. Ja, und wir kommen direkt zur 2.0 Version. Und das heißt, ja, ich erkläre euch den trotzdem nochmal etwas genauer, weil ich jetzt nicht komplett die normale Version überspringen möchte, wo ich dann eigentlich immer hingehe und den wirklich komplett einmal erkläre. Und dafür gehen wir ganz einfach hin und ja, ich erkläre ganz einfach die wichtigsten Fähigkeiten nochmal von ihm so und damit können wir das nämlich dann direkt in der 2.0-Version ja einmal vernünftig rausbringen. Und ja, wir gehen einfach mal eben hin und schauen uns mein Bild dazu an und dann werde ich dazu, wie gesagt, ein paar Dinge erklären. Habe hier jetzt gar nicht ja, wirklich mein Bild benannt. Einfach mal so ist ein sehr gutes Allround-Bild, wo ich wirklich ja fast jede Mission mitspiele. Wachsende Macht als Aura, Statuseffekte, die mit Waffen verursacht werden, erhöhen die Fähigkeitenstärke um 25% für 6 Sekunden. Und dann kommen wir nochmal auf ein bisschen mehr Fähigkeitenstärke, flüchtige Stärke, schattenhafte Verstärkung, kraftvolle Trifft, kommen wir dann einmal auf eine Fähigkeitenstärke von 225% plus dann ab und zu nochmal hier die 25%, die lassen wir jetzt erstmal außen vor. Die brauchen wir ganz einfach einmal her, um die Ulti einmal auf die Debuff-Menge von 100% zu kommen. Sieht man dann ganz schön, bündelt drei Ströme roher Energie zu einem einzigen Punkt und verursacht eine massive reaktive Explosion. Die Explosionsauswirkung entfernt die Rüstung und Schilde aller Feinde, die davon berührt werden. Ja, deswegen hier dann auch die 100% ist natürlich dann das Cap. Ganz einfach, kurz gesagt, wir entfernen hier jegliche Rüstung und Schilde von unseren Gegnern. Außerdem nochmal die Stärke natürlich hier für die zweite Fähigkeit, einmal Sentinel Zorn. Schlag auf den Boden und sendet eine radiale Welle der Zerstörung aus. Feinde, die von der ersten Druckwelle nicht getötet werden, werden hilflos in die Luft gehoben und erleiden für kurze Zeit erhöhten Schaden. Auch hier sieht man ganz einfach, die Schadensanfälligkeit geht hier hoch auf 78%, hält knapp 16 Sekunden an. Und ja, maximale Ziele wird dann auch nochmal mit Fähigkeitenstärke hochgezogen, kriegen wir dann insgesamt 36 Gegner somit hoch und ist auf jeden Fall auch mega nice. Dann haben wir außerdem noch mal die dritte Fähigkeit, tödlicher Nachkomme. Da können wir ganz einfach hingehen und insgesamt drei Sentinels rufen, die ganz einfach an unserer Seite kämpfen für die ja, Dauer hier jetzt von knapp 39 Sekunden. Und die gehen außerdem hin und versuchen die ganze Zeit unsere Schilde oder unsere Überschilde wieder hochzuziehen. Wobei ich jetzt ehrlich sagen muss, hier in der Spielweise, da wir hier mit Gloom spielen, ich nicht wirklich jetzt Gebrauch mache, zumindest nicht, wenn ich auf Steel Pass mit dem Bild spiele. Ansonsten halt ja in den normalen Spielweisen kann man die ganz gerne mit reinnehmen und lässt dann Gloom dafür aus. So spiele ich dann zumindest. Und ja, Gloom schon angesprochen. Auch hier wieder die perfekte Mischung müssen wir ganz einfach finden. Wir wollen hier nicht wirklich eine ganz große Reichweite mitkriegen, aber auch nicht minimal, da wir ja auch noch hier ja, von der zweiten und von der Ulti Gebrauch machen wollen, die ganze Zeit hier im Game. Und deswegen ja, sieht man dann ganz gut, habe ich dann für mich nicht so eine ganz negative Reichweite genommen. Ich komme hiermit dann super zurecht. Gehen wir aber erstmal weiterhin. Ja, Adaptation ganz klar für die Schadensresistenz. Schattenhafte Vitalität hier auch nochmal mit drinne für Gesundheit. Außerdem hier Zorn mit Gloom natürlich wieder zusammen, ja, in Verbindung. Heißt ganz einfach, Gesundheitsschaden wird hier wieder in Leben umgewandelt. In Energie. Wir kriegen, mein Gott, Gesundheitsschaden wird natürlich in Energie umgewandelt. Durch Gloom holen wir uns ganz einfach unser Leben wieder zurück. Und wenn man das so die ganze Zeit spielt, heißt ganz einfach, wir haben die ganze Zeit Leben und außerdem auch Energie, die wir natürlich hier in der Spielweise haben wollen, um ganz einfach immer die zweite und die Ulti zu zünden. Engstirn nicht natürlich, um nochmal schön erhöhte Dauer auf unsere Fähigkeiten zu bekommen. Ja, vor allem Fluss auch ganz einfach für den hohen Energiepool hier 531. Und dann kommen wir zu guter Letzt hier auf Augur Reichweite. Nochmal, wie gesagt, etwas die negative Reichweite hier ausgeglichen. Dabei muss man dann für sich selbst wirklich entscheiden, wie weit man jetzt ins Negative oder auch nicht möchte. Also für mich reicht das so hier allemal aus. Nochmal kurz gesagt, wir könnten natürlich nochmal etwas verbessern, indem wir ja ganz einfach einen Umbraformer hätten. Würden wir natürlich dann hier einen von den beiden mit reinbauen und könnten dann ganz einfach hingehen, nämlich ja, könnten hier einmal Zorn austauschen für Jägeradrenalin, könnten Engstirn hier auf Max reinpacken und außerdem könnten wir hier auch hohe Reichweite dann ganz einfach für
Ausdehnung einmal mit reinpacken und hätten so auf jeden Fall nochmal ja, etwas mehr Power drinne. Arcana Beschützer und um es ganz einfach nochmal mehr tanky zu machen bei Schaden. 15%ige Chance auf 900 Rüstung für 20 Sekunden. Und ich habe mich jetzt hier nochmal für Arcana Anmut entschieden, wobei das aber auch ja, austauschbar ist. Ist ganz einfach für die Spielweise, wenn ich dann nicht mit Gloom spiele, wie ich gerade schon mal kurz angesprochen hatte, in den normalen Leveln jetzt zum Beispiel. Das gibt dann hier ganz einfach auch nochmal hier auf Rang 2 bei Gesundheitsschaden eine 5%ige Chance auf 3% Gesundheitsregeneration für 5 Sekunden. Ja, was dann so ein abgeschwächtes Gloom praktisch ist, reicht dir dann aber auch alle Male vollkommen aus. Und die Passive möchte ich euch auch nicht vorenthalten, denn die ist auch mega nice von ihm. Verbündete innerhalb der Reichweite erhalten bis zu 50% Widerstand gegen die Arten von Schaden, die sie gerade erleiden. Auch da auf jeden Fall mega Support Frame einfach, muss man wirklich sagen. Also generell finde ich, ist der Hype um ihn sehr berechtigt und ich spiele den auch mittlerweile schon mit am liebsten. Wie ihr gesehen habt, Rüstung, Schilde komplett weg. Wir können hier ja einfach extra Schaden nochmal komplett mit hochziehen und ist auf jeden Fall richtig stark. So, jetzt habe ich euch nochmal hier eine schöne gemischte Truppe hier an alles, was wirklich Rang und Namen hat, an Schilden und an Rüstung mal zusammengepackt, um euch ganz einfach nochmal eben zu zeigen, wie das Ganze mit seiner Ulti dann funktioniert. Einmal eben simulieren. Wobei man da sagen muss, ja, ist schon etwas tricky hier mit der Ulti, denn da ist dann wirklich von der Explosion, muss man da irgendwo sich ein bisschen mit anfreunden, wo dann ganz einfach die Rüstung und die Schilde weggehen. Ihr seht hier nochmal eben, hat alles Rüstung oder auch die hier mit den erhöhten Schilden habe ich auch nochmal mit reingepackt. Wo sind die hier? So, einmal hier die korrumpierten Korpusgegner und außerdem hier nochmal die Aurax Balakus oder wie die sich auch immer schimpfen mit viel Schild. Und jetzt gehen wir ganz einfach mal hin, ziehen mir irgendwas die ganze Zeit Energie weg und zünden mal die Ulti. Und da sieht man praktisch, man hat am Ende so eine Explosion von denen und ja, damit wird dann ganz einfach einmal die Rüstung oder auch die Schilde mit entfernt. Sieht man ganz gut klar. Ich treffe jetzt hier nicht alle Gegner, aber da muss man sich, wie gesagt, etwas mit anfreunden und sobald man das hat, kommt man da ganz gut zurecht. Ihr seht hier, ja, wir ziehen hier ganz einfach wirklich dann alles weg, die von dem Strahl getroffen werden oder von der Explosion zum Schluss. Sieht man ganz schön. Also generell richtig guter Frame, definitiv auch mit der Schadensanfälligkeit dann nochmal mit der Erhöhung. Ja, man sieht, die müssen halt wirklich von der Explosion getroffen werden. Da muss man sich, wie gesagt, dann nochmal ein bisschen mit anfreunden, aber generell ein richtig guter Frame. Und schauen wir uns den doch ganz einfach nochmal ein bisschen hier in Action an. Rufen nochmal 20 korrumpierte Kanonier-Eximus-Gegner. KI werde ich mal jetzt nicht pausieren. Werde jetzt einmal eben so machen, wie wir den normalerweise ganz am Anfang der Mission jetzt einmal hätten. Nämlich ohne volle Energie. Das heißt, wir haben hier ganz einfach gerade genug ja, Energie, um ganz einfach Gloom zu aktivieren. Da rufen nochmal 20 Stück. Wie gesagt, pausieren brauchen wir hier nicht. Ja, gehen direkt dahin. Einmal Gloom. Und sobald wir hier jetzt getroffen werden, was wir dann auch wollen, um ganz einfach hier wieder Energie zu bekommen. Na komm, schießt. Nicht so zögerlich hier. So, sehr schön. Jetzt gehen wir ganz einfach mal hin. Und man sieht hier auch, ja, der Bereich, in dem ich die anhebe, wo die jetzt die Schadensanfälligkeit bekommen, reicht hier allemal aus. Die fliegen hier alle schon gut hin. Könnte jetzt mal ein bisschen weggehen, möchte noch mal ein bisschen mehr Schaden bekommen. Das sollte ich blocken. So, so geht es besser. Kann jetzt hier auch zum Beispiel hochheben und die Ulti einmal reinmachen. Und da seht ihr auch jetzt die Rüstungsreduzierung oder Entfernung, eher gesagt, komplett. Ja, und wir sind hier wirklich komplett Spielzeug nur noch. Ja, und so kann man dann
wirklich spielen. Man hat hier jetzt in der richtigen Mission überhaupt keine Probleme. Wenn man mal Gloom kurz ausfällt, weil man nicht mehr genug Energie hat, bekommt man so schnell wieder Schaden, dass man definitiv die sofort wieder neu zünden kann. Also in-game habe ich überhaupt keine Probleme mit gehabt, hier alles immer zu simulieren. Hundertprozentig ist natürlich dann etwas schwieriger. Ich möchte euch das nochmal eben ganz schnell zeigen, wie die zweite von ihm einmal aussieht, wo er dann praktisch stampft und die Gegner hochhebt. Nochmal eben auch den Radio schön zu sehen. Die zweite Fähigkeit mit der Schadensanfälligkeit. Und ganz einfach, man sieht, es wird so eine Druckwelle praktisch freigegeben. Ja, und die Reichweite reicht alle Male aus. Die sind jetzt hier in der Luft, kann die auch jedes Mal neu nachcasten für 15 Sekunden. Die Schadensanfälligkeit ist da und überhaupt kein Problem. So, jetzt zu guter Letzt werde ich euch nochmal kurz die Werte zeigen, die sich natürlich auch nochmal etwas erhöhen durch unsere wachsende Macht, durch unsere Aura. Auch da müssen wir dann ganz einfach mal eben einen Gegner für treffen, natürlich mit einer Statuswaffe. Jetzt sieht man, ja, wachsende Macht ist aktiv, die 25% kommen oben drauf. Und dann sieht man jetzt einmal, ja, langsam jetzt auf 87% die Schadensanfälligkeit. Ich weiß jetzt, ne, irgendwie weiß ich nicht. Stoppt er nicht automatisch, deswegen kann ich es jetzt leider nicht zeigen. Na, auf jeden Fall kommen dann nochmal die 25% drauf. Leider stoppt das Spiel jetzt hier nicht automatisch, sonst hätte ich nochmal die Werte dazu zeigen können. Aber ja, ich denke, man hat hier mehr als genug gesehen und dass Caliban definitiv ein richtig mächtiger und guter Frame ist, wie ich finde. Auch aktuell, ja, schon mit mehr oder weniger mein Lieblingsframe, mit dem ich hier spiele. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir gerne dazu ein Feedback da und... Let's try again tomorrow, huh?